Moin, ihr Sonnenscheine. Polizeischülerin wegen Volksverhetzung verurteilt. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hat am Dienstag eine Polizeianwärterin wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe von 8.400 Euro verurteilt. Der Richter sah als erwiesen an, dass die 35-Jährige einen Kollegen rassistisch beleidigt hatte. Beim Training in der Berliner Polizeiakademie soll die Frau zu dem 32-Jährigen gesagt haben, er solle Deutsch lernen. Außerdem machte sie laut Zeugen in seiner Richtung Affenlaute und Gesten. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, wird die Frau aus dem Polizeidienst entlassen. Alexa, Wetter! In Berlin beträgt die Temperatur momentan 26 Grad Celsius bei teilweise bewölktem Himmel. Heute Nacht ist das Wetter voraussichtlich unverändert, mit einer Tiefsttemperatur von 20 Grad. Alexa, Wetter für morgen. Morgen gibt es in Berlin Gewitter mit einer voraussichtlichen Höchsttemperatur von 29 Grad Celsius und einer Tiefsttemperatur von 19 Grad. Sehr schön. Und Alexa, Spruch des Tages. Hier ist der Spruch des Tages für den 9. Juli von Friedrich Nietzsche. Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Viva, und ich wünsche euch eine zauberhafte Zeit. Kommt gesund durch den Irrsinn und passt auf euch auf. Salü hier aus Berlin.